Chris Breu 33 hat heute für ordentlich Trubel in den sozialen Medien gesorgt. Auf dem Netzprofil des ehemaligen Kampf der Reality-Stars-Kandidaten wurde in der vergangenen Nacht offenbar einen Clip veröffentlicht, in dem er mutmaßlich seinen Penis zeigt und masturbiert. Inzwischen ist das Video zwar wieder gelöscht, doch bei seinen Fans bleiben so einige Fragezeichen. Jetzt äußerte sich Chris höchstpersönlich zu dem vermeintlichen Penis-Clip. In seiner Instagram-Story veröffentlichte der Ex von Evanthea Benetatou 30 jetzt ein Statement. Vielleicht ja, vielleicht nein, vielleicht wurde ich gehackt und jeder will mir schaden, vielleicht war es ein Prank, oder vielleicht ist es Manuel Neuer, scherzte der Vater eines Sohnes und betonte zudem, ganz egal, was ich sage, jeder wird sowieso seine eigene Geschichte sagen und denken, daher ist es egal. Er nehme die ganze Situation einfach mit Humor. Egal, was an dem Trubel rund um das Nacktvideo letztendlich wirklich dran ist, laut Chris habe die Situation immerhin eine gute Sache. Ihr startet mit anderen Gedanken in die Woche, als mit dem ganzen negativen Mist, der sonst um uns oder bei euch gerade existiert, machte er deutlich.